meine Lieben. André und mein Tag hat sehr früh begonnen. Wir sind um 7 aufgestanden. Wir haben beschlossen, jetzt wieder früher in den Tag zu starten, produktiver zu sein. Ja, mein Schatz? Das brauchen wir noch, stimmt. André hat heute Morgen sich um das ganze Finanzielle gekümmert, ein bisschen Finanzen gemacht und ein bisschen geplant. Es ändert sich jetzt Anfang des Jahres wieder einiges. Oh, ich habe keinen Akku mehr. So, frischer Akku, frischer Start. Also, Schatz, Ben. Ben ist wieder am Klettern. Es wird sich einiges ändern. Dieses Jahr, weil ich aus meiner Elternzeit offiziell draußen bin. Bändchen wird in 4 Wochen 1 Jahr alt und dann fällt das Elterngeld weg. Das war jetzt keine Riesensumme, aber war natürlich schon Geld, das uns geholfen hat. André ist dann in Kurzarbeit, oder Schatz? Bis 17. Januar hat André Kurzarbeit und dann geht es in die Arbeitslosigkeit. Und da ist natürlich das Geld auch weniger. Was ändert sich noch? Naja, also das ist jetzt auch nicht so interessant für euch. Wir sind trotzdem sehr positiv und freuen uns auf mehr Geld. Ich habe gelernt, dass Geld nur Energie ist. Energie, die fließt oder eben nicht. Und wenn man die fließen lässt, dann funktioniert das auch viel einfacher. Bei mir fließt das auch ständig, bei André noch nicht so. Energie fließt bei mir ständig. Genau, die gute Energie fließt bei mir. Und deswegen fließt bei mir auch ständig neues Geld. André blockiert sich selber noch so ein bisschen. In die Zukunft. In der Zukunft. Wir haben das Thema immer wieder und da werde ich auch oft dazu gefragt, wie ist es mit einem Partner zu leben, der nicht spirituell ist und der nicht in dieser Positivität lebt. Also ganz stimmt das nicht. André, André ist schon positiv, aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist auch auf eine negative Art und Weise. Nee, aber ich kenne das ja auch von den anderen Mädels aus dem gleichen Land, dass das da einfach ein bisschen anders im Kopf, und das ist ja auch nicht ihre Schuld, die Glaubenssätze werden in der Kindheit anders gelegt. Mir hat mal eine Freundin gesagt, die ist allerdings nicht aus der Ukraine, sondern aus Russland, die hat gesagt, umso weniger du erwartest, umso mehr freust du dich. Also eigentlich ist sie immer negativ und wenn dann was Positives kommt, dann freut sie sich. Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich könnte so nicht leben. Ich lebe lieber immer in der Positivität. Das heißt nicht, und das denken auch viele, das heißt nicht, dass ich nicht traurig sein kann, nicht wütend sein kann, nicht böse sein kann. Kann ich alles, könnt ihr André fragen. Trotzdem weiß ich, dass mir auch viele folgen, genau deswegen, weil sie das gut finden und anziehend finden, wie man eben positiv in den Tag startet, wie man auch negative Dinge positiv sehen kann. Nicht alles, aber einfach die Hauptstimmung ist gut und gute Energie. Ich habe heute auch unseren Tag ganz anders gestartet wie die letzten Tage. Eben wieder früher aufstehen, was mir super schwer gefallen ist. André und ich, wann sind wir ins Bett? Um 1? Um 1 sind wir ins Bett und um 7 hat der Wecker geklingelt. 6 Stunden Schlaf ist zu wenig, definitiv. Was, 7? 6 Stunden Schlaf. Von 1 bis 7. Das ist definitiv. Das ist definitiv zu wenig Schlaf. Also wir müssen schaffen, früher ins Bett zu gehen. Aber wir hatten gestern noch einiges an Arbeit. Ich habe noch Vlog geschnitten und dann haben wir noch ein bisschen Haushalt gemacht. Ich habe den Morgenkreis vorbereitet. Was ich jetzt auf jeden Fall gleich machen möchte, und da nehme ich euch mit. André bleibt jetzt ein bisschen bei den Kindern, bis Ben müde wird. Ich werde jetzt die Woche oder sogar den Monat planen. André ist zu Hause. Das ist natürlich auf einer Seite auch sehr, sehr gut, weil ich viel mehr auf Social Media machen kann und er eben die Kinder betreut. Wenn André wieder arbeiten geht, bin ich bestimmt completely lost und weiß gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll, weil es ist schon krass, wie viel Arbeit er mir jetzt halt auch abnimmt und dass ich halt wirklich auch mal tagsüber eine Stunde oder zwei arbeiten kann. Aber ich bin ja dann auch wieder voll so, dass ich halt Mama sein will und dann auch gleich wieder zu den Kindern will. Oder wenn jemand schreit oder weint, dass ich sofort losrenne. Obwohl der André das alles im Griff hat. Aber ne, das ist halt das normale Gefühl, dass man da sofort los muss, wenn ein Kind mich braucht. Wenn ich euch was erzähle, immer, und André in der Nähe ist, sagt er immer,
Red nicht so lange. Red nicht so lange um den heißen Brei. Aber es gibt viele Menschen, die schauen mich gerne an, Schatz. Ich weiß, du nicht. Andre langweilt sich immer. Naja, ich bringe jetzt auch wieder ein bisschen Schwung in den Vlog, ihr Lieben. Wow! Ich zeige euch jetzt gleich mal Bens Fortschritte. Ben, der läuft bald los. Er macht jetzt ein, zwei Schritte komplett freihändig. Er steht ewig lang und er steht... Er ist Freihändler. Händler frei. Und er steht und wippt so. Also es ist wahnsinnig und ich kann das auch immer nur wieder euch empfehlen. Die Kinder sich komplett alleine entwickeln lassen. Wir würden Ben nie an den Händen führen. Wir würden nie erlauben, dass irgendjemand Ben an den Händen führt, dass er so mitlaufen kann, weil sich das so krass alleine aufbaut. Oh, jetzt kuschelt er mit dem Schaffell. Ich zeige euch jetzt mal was. Oh, was ist denn das für eine Schaufel? Möchtest du die haben? Ah, komm mal her. Komm zur Mama. Mama hilft dich. Ja, komm. Ja. Früh die Mama geschnappt. Batz, 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 batz. Oh, Mama. Ich glaube, Ben will an die Brust. Okay, it's time to show you boobies. Habe ich kein Problem damit, Schatz, das weißt du doch. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Ja, komm mal. Ja, komm. Ja, ja. So, kurze Planänderung. Der Ben ist müde geworden. Ich habe ihn ins Bett gebracht und jetzt möchte Liliana Puppenmama spielen. Beziehungsweise sie möchte einen Vlog machen, wo wir Puppenmama spielen. Und wenn das alles klappt, dann seht ihr das auf unserem Spielzeugkanal. Ist unten in der Infobox verlinkt. So, meine Lieben, wir haben jetzt gerade Puppenmama gevloggt. Wir haben normal gespielt und ich hatte halt die Kamera in der Hand. Ich muss mir das anschauen, weil wenn sie einen Vlog machen möchte, möchte sie halt auch danach das immer sehen. Sie sagt dann immer, Mama, zeig mir meinen Vlog. Das heißt, ich muss das nachher schneiden und dann gucken. Ne, ich habe da jetzt noch keine Erfahrung damit, mit diesen Spielzeugvideos. Wir machen das einfach halt so, wie es in unser Spiel passt und gucken dann, ob wir was haben, was wir benutzen können. Und wenn es gut ist, dann schneide ich das und mache es auf den Spielzeugkanal. Und wenn es halt zu viel rumgefuchtel ist, dann machen wir das nicht. André war gerade kurz im Bioladen, weil die Kinder sich Brokkoli, also Liana hat sich Brokkoli und Kartoffelpüree gewünscht. Ben kriegt dann das Gleiche und wir hatten aber keinen Brokkoli. Jetzt war André kurz im Bioladen und hat, ich zeige es euch kurz, hat zweimal Brokkoli genommen, zwei Äpfel, eine Zitrone, drei Mandarinen und eine Orange. Weil ich habe ihm gesagt, bring noch so ein paar Früchte mit. Ich komme, mein Teller ist fertig. Genau, ich habe ihm gesagt, ein bisschen Obst noch mitzubringen für Ben. Hier macht der Papa gerade die Kartoffeln für den Kartoffelbrei. Genau, André übernimmt heute das Essen und ich das Kinderbespielen. Mmh, Liana hat gekocht für uns. Was ist das alles? Das ist Tofu, das ist so... Was ist das, Mama? Das sind Erbsen, Bohnen... Spinat, Karotten und das Rote weiß ich nicht so richtig, was das sein soll. Vielleicht Tomate. Vielleicht Tomaten, genau. Nein, komm mal her, Schatz, zeig mal im Vlog, was du da machst. Papa ist ganz schön zickig heute, das sind die 6 Stunden Schlaf. Datum? Das ist mein. Der Name des Ladens? Was hast du denn da überhaupt? Der Vlog weiß gar nicht, von was du redest. Schatz. Ja, genau. Das ist Haushaltsbuch. André will ein Haushaltsbuch anfangen. Nee. Haushaltsbuch, was dein Vorschlag? Nee, du hast heute Morgen gesagt, wir müssen das alles... Geld haben für den ganzen Monat. Mhm. Und du hast gesagt, wir müssen dann ein Haushaltsbuch machen. Das machen wir jetzt. Schau mal, wie aggressiv. Heute mal ein bisschen mehr Real Life. André ist super anstrengend. Liana lässt mich gar nichts machen, außer mit ihr zu spielen. Ben ist gerade aufgewacht. Und André ist super anstrengend. Du bist der anstrengendste von alle. Hä? Ja. Du bist super anstrengend. Nee, Schatz, du bist super anstrengend. Wer ist anstrengender, Mama oder Papa? Papa. Finde ich auch. Hast du gehört, Papa? Nein. Du bist anstrengender. High five. So, ihr Lieben, André hat gekocht, Kartoffelbrei, zeig dein schönes Gesicht, komm, zeig's, komm, Schatz. Kartoffelbrei für Bändchen, einfach nur Kartoffeln und Hafermilch und für uns hat er, was hast du für uns rein, Schatz?
In unser Kartoffelbrei, was hast du da rein? Bisschen Salz und Milch. Butter nicht? Noch nicht. Haben wir Butter? Ja. Haben... Na, die Margarine halt, die Pflanzenmargarine. Schmeckt auch gut, Schatz. Schmeckt auch gut. Ich werde jetzt gleich unseren Monat planen mit Kooperationen, mit Videos. Ich muss ja jetzt einfach mehr planen. Und diesen Planer habe ich letztes Jahr, oder nee, sogar vorletztes Jahr irgendwann angefangen und habe den dann nicht mehr benutzt. Schaut mal, da steht noch Ferienwohnung drin. Apartment klein, Apartment groß. Aber Gott sei Dank ist das ein Planer ohne Datum. Das heißt, ich kann da jetzt einfach weitermachen und werde jetzt hier mein Band reinmachen. Ah, ist es sogar schon. Und werde hier anfangen, dann Montag, Dienstag Wochen zu planen und Monate zu planen. Ja, wir müssen wieder ein bisschen mehr Struktur in den Alltag kriegen. Und genau, Schatz, so heißt es hier. Und dann haben wir hier unser Haushaltsbuch, wo André jetzt gesagt hat, wir haben ein gewisses Budget zur Verfügung diesen Monat und da schreiben wir jetzt alle Einkäufe auf. Mal gucken, wie lange das klappt. Ich bin dann immer so, dass ich mich dann schäme, irgendwas reinzuschreiben, was ich ausgegeben habe und dann stimmt es nicht. Dann stimmt es bald nicht mehr, wenn ich wieder was eingekauft habe, wo ich dem André nicht erzählt habe. Aber mal gucken, wir werden es versuchen. Also, das kommt, das Essen, wo Papi gekocht hat, kommt hier sehr gut an. Brokkoli und Kartoffelpüree, einfach nur verstampfte Kartoffeln mit ein bisschen Hafermilch bei Ben. Dann haben wir immer noch Oliven und Peperoni übrig. Da haben wir eine große Ladung von unserer Nachbarin bekommen, die einen Olivenstand hat. Für, war das Weihnachten oder Silvester? Ich weiß es nicht, aber es war ein... Für Weihnachten. Weißt du sogar, mein Schatz, super. Es war aber eingelegt oder ist immer noch eingelegt, deswegen hält das auch ganz schön lange. Wir haben ein bisschen gewürzteren Kartoffelbrei und auch Brokkoli. Und Lilianchen hat sich noch Tofu-Würstchen gewünscht. Und Papi hat noch irgendwas Fleischmäßiges übrig. Rinderbraten. Rinderbraten. Alle Marschels habe ich. Und alle Marschels sind am Tisch. Mhm. Außer einer, der hat ein verletztes Bein und ist gerade bei Oma. Stimmt's? Ja. Oma hat ihn in Krankenpflege aufgenommen. Die repariert sein Bein. Stimmt's? Mhm. Oh, ihr Lieben, jetzt habe ich meinen tiefen Punkt. Ich brauche jetzt gleich einen Kaffee und ein Stück Schokolade. Also das Stück Schokolade brauche ich immer nach dem Mittagessen. Willst du raus? Benjamin ist gerade in der Badewanne, weil er wieder Kartoffelbrei überall hat. André macht eine Küchenparty, der räumt die Küche auf und hat voll laut Musik an. Jetzt haben sich gerade meine Schwester und ihr Sohn angekündigt. Da werden wir jetzt ja, die gleich empfangen und ein bisschen mit denen spielen und Kaffee trinken. Jetzt sofort. Okay, ich mache den Ben raus. Und danach melden wir uns wieder. So, meine lieben, allerliebsten. Ich bin müde. Boah, jetzt merke ich die 6 Stunden Schlaf. Meine Schwester ist da und der Kleine, der wird schon 2. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und Ben wird schon 1. Benchen ist jetzt für seinen 2. Schlaf eingeschlafen. Das macht er immer so zwischen 4 und 6 und geht nur 20 Minuten. Aber ich habe jetzt gesagt, ich verziehe mich mal kurz, dass ich mit euch reden kann und noch ein bisschen Büro machen kann, weil das habe ich jetzt ein bisschen von mir weggeschoben. Ich wollte ja Woche, Monat... Ich weiß noch nicht, ob ich die Woche oder den Monat planen möchte. Also mit den Kooperationen und Videos, glaube ich, möchte ich den ganzen Monat planen. Ich möchte einen festen Sit-Down-Videotag, an dem ich ein Sit-Down-Video drehe oder an einem anderen Tag das vordrehe, dass ich einen Tag in der Woche habe, wo ich nicht den ganzen Tag vlogge. Und an diesem Tag kann ich dann Büro machen. Ja, ich muss mich ein bisschen besser strukturieren, weil es immer mehr wird und ich immer mehr Ideen habe und anfange und dann aber, ne... Ja, die Struktur natürlich gefragt ist. Jetzt mit den Spielzeugvideos von Liana, die sie so gerne macht, habe ich dann halt auch noch zusätzlich was zum Schneiden, aber das mache ich super gerne für meine Tochter. Ne? Sie sagt dann immer, sie möchte das anschauen. Sie hat heute schon 10-mal gesagt, wann ist mein Spielzeugvideo fertig? Ja, die Puppenmama haben wir ja vorher so ein bisschen gespielt. Das muss ich dann auch noch schneiden, aber ja, alles gut, hat Zeit. Aber ich merke einfach, dass ich mehr Struktur brauche und auch das frühe Aufstehen einfach ganz, ganz dringend brauche. Ich brauche meine Meditation, Menschen, die nicht
das noch nie gemacht haben wie ich. Also ich bin ja jetzt keine, die jetzt da sitzt und irgendwie voll meditiert und Buddha oder so. Ne? Das stellt man sich immer vor, wenn man das nicht macht, dass es dann Menschen gibt, die da stundenlang in irgendeiner anderen Welt schweben. Und das ist es halt überhaupt nicht. Seit ich diesen Kurs mache, sehe ich Meditation ganz anders. Das ist einfach, man macht die Augen zu und man hört irgendeiner schönen Stimme zu oder auch nicht. Man kann auch einfach, irgendwann ist man vielleicht gut genug. Falscher Satz, ich bin immer gut genug. Ich meinte, irgendwann ist man vielleicht so gut in dieser Meditation, dass man das selbst hinbekommt, ohne geleitet zu werden. Ich, Anfänger, brauche natürlich noch jemanden, der mich leitet. Aber einfach die Augen zumachen und ihr zuhören. Heute hat sie wieder eine sehr, sehr schöne Mama-Meditation gemacht, wo ich auch mir total schöne Dinge vorgestellt habe und wo sie das beschrieben hat mit einem blauen Himmel. Ich bin der blaue Himmel und dann kommen immer Wolken. Es kommen ganz flauschige weiße Wolken, das sind schöne Gedanken und es kommen auch mal Regenwolken, das sind nicht so schöne Gedanken. Und das ist alles okay, die dürfen alle kommen, aber das bin nicht ich. Ich bin der blaue Himmel und die weichen weißen Wolken und die grauen dunklen Wolken, das sind meine Gedanken. Blöde Gedanken, traurige Gedanken, wütende Gedanken, aber auch wunderschöne Gedanken. Und die sind alle da und die haben alle ihre Daseinsberechtigung, das ist alles okay, aber die dürfen auch wieder weiterziehen. Und Gedanken, die man halt ganz toll findet, die darf man auch festhalten. Aber ich bin immer der blaue Himmel und ich bin nie mein Gedanke. Das ist nur ein Gedanke. Und ja, es war wieder so schön formuliert von ihr und ich habe mich da so wohl gefühlt in dieser Meditation, in diesem, einfach in diesem, ich will es gar nicht Meditation nennen, weil so tief bin ich da noch gar nicht drin, aber einfach in meiner Vorstellung, einfach die Augen zugehabt und während sie geredet hat, habe ich mir halt ne, das vorgestellt. Der erste Satz von ihr war auch, schließe die Augen und stell dir einen schönen Ort vor. Dann habe ich meine Augen geschlossen und habe komischerweise ein riesen Schloss vor mir gesehen. Ich stand auf so einer Erhöhung und dann war da nur praktisch Weite und so ein ganz langer Steg aus Erde, ne, nach unten gingen dann die Berge und da vorne war dann ein Riesenschloss. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist mein Schloss. Und dann kamen eben die Wolken und sind vorbeigezogen. Also es war echt krass, war echt schön. Ja, was wollte ich euch jetzt eigentlich erzählen? Die Kleider sind angekommen für Liana. Ich habe ja Marina, meine Freundin, die ja auch Stylistin ist, habe ich gefragt, ob sie Lust hätte, Liana ein bisschen Outfits auszusuchen, weil ich mit dem Zusammenstellen und mit dem, ja generell, ne, ich mache mir nicht so viel aus den, also ja, wie soll ich sagen, ich will schön angezogen sein, ich will, dass meine Kinder schön angezogen sind, aber ich kann das nicht. Also ich bin so froh über zum Beispiel Lelün, wo einfach ein schöner Jumpsuit ist, wo ich nichts kombinieren muss. Allerdings schaffe ich es dann noch, die falschen Socken und falsche Schuhe anzuziehen und dann sagen schon wieder alle, das passt überhaupt nicht. Aber ist mir egal. Aber ich möchte natürlich nicht, dass meine Tochter irgendwie so, ne, irgendwann gedisst wird, weil sie, keine Ahnung, komische Sachen anhat. Aber ich werde meine Tochter darauf vorbereiten, dass sie dann genau die richtigen Sprüche auf den Lippen hat, dass das dann auch egal ist. Jeder darf anziehen, was er möchte. Aber ich hole mir da gerne ein bisschen Hilfe und Inspiration bei Marina. Ich zeige euch aber die Klamotten heute noch nicht, weil Marina kommt morgen und dann soll sie euch mal zeigen, wie sie das kombiniert, wie sie das zusammenstellt. Und Marina arbeitet ja auch als Stylistin. Das bedeutet, wenn ihr, sie hat jetzt auch so eine Shop, so ein Shop, wo man auch einfach ein komplettes Outfit kaufen kann, wo ihr zum Beispiel sagt, ich möchte ein Party-Outfit und dann stellt ihr euch das zusammen und schickt euch das. Oder ihr sagt, ich habe ein Budget von 500 Euro, bitte kauf für mich ein, dann macht ihr das auch. Also ja, die hat das echt voll drauf. Zeige ich euch dann aber morgen im Vlog. Jetzt werde ich mal Woche und Monat planen und nehmt euch mal ein bisschen mit. Ich weiß, dass das einige interessiert und ich werde jetzt auch ganz offen mit euch über Kooperationen reden, weil ich habe gemerkt, umso verkrampfter ich mit diesem Thema bin, umso schwieriger wird es für mich. Ich habe immer Angst, euch irgendwie von Kooperationen zu erzählen oder denke, oh Gott, wenn ich jetzt Werbung mache, dann schreiben bestimmt wieder ganz viele, jetzt macht sie Werbung. Aber ich muss da jetzt einfach ganz selbstbewusst hinten dran stehen. Ich mache seit über 4 Jahren. Nee, seit über 3 Jahren, seit fast 4 Jahren mache ich jetzt YouTube. Und
jetzt, vielleicht seit einem halben Jahr, kann ich endlich damit Geld verdienen. Ich habe 3 Jahre fast umsonst gearbeitet und jetzt fängt es an, Früchte abzuwerfen. Und das muss ich jetzt auch genießen dürfen. Und deswegen will ich ganz offen mit euch umgehen. Ich habe ja Kooperationen, die mich angeschrieben haben. Das kommt zuvor ab 10.000 Abonnenten. Ich habe aber auch viele Kooperationen, die ich anschreibe. Wenn ich jetzt bei einem anderen Influencer sehe, boah, der hat Lelün zum Beispiel, und sehe das dann und mir gefällt das voll gut, dann schreibe ich die Firma an. Ich habe so ein Media Kit, heißt das. Da sieht man dann meine Followerzahlen, so wie so ein Lebenslauf und eine Bewerbung, kann man so vergleichen. Und dann schreibe ich die an und hoffe natürlich auf eine positive Antwort. Und wenn sie dann sagen, ja, sie möchten mit mir kooperieren, dann wird das Geld verhandelt und dann entsteht eine Kooperation. Ich bin ja ein sehr kleiner Influencer, ne? Ich habe jetzt die 12,7 auf Instagram und die 18,3 auf YouTube, 18,3000, was für mich eine unfassbare Zahl ist. Überlegt mal, 18.000 Menschen vor euch, es ist krank. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, du bist noch gar nichts, du musst erstmal, keine Ahnung, deine 100.000 oder deine 500.000 haben, aber ich finde 18.000 Menschen schon sehr krass und bin da auch super glücklich damit und freue mich über jeden Einzelnen, der immer dabei ist. Und warum erzähle ich das jetzt? Ja, wegen den Kooperationen, weil ich das jetzt plane. Ich zeige euch das jetzt. Ich habe jetzt gerade mal versucht, alle aufzuschreiben, die ich habe oder hatte, weil wenn ich... Es gibt natürlich so einmalige Dinge, ne, die man jetzt noch nicht so oft hatte, zum Beispiel Ete Petete, das ist diese Gemüse-, Obst- oder Retterbox, Obst, Gemüse und Konserven. Und das ist ja eine Retterbox, wo praktisch Gemüse gerettet wird. Die hatte ich einmal, ich glaube vor 2 Jahren, und das machen wir jetzt wieder, weil ich die Kooperation einfach super finde, gerade jetzt, wenn man zu Hause ist und ich sehr viel Obst und Gemüse brauche mit den Kindern. Oder ne, eigentlich sollte jeder Mensch viel Obst und Gemüse brauchen. Aber ja, bei uns ist das immer wieder, dass ich in diesen Trott verfalle, dass ich doch wieder viel Fertigprodukte benutze, weil wir im Stress sind oder keine Zeit haben. Und wenn das Gemüse und das Obst da ist, dann wird das einfach aufgebraucht. Das ist aber so eine einmalige Sache. Und dann habe ich natürlich meine Kooperation, die ich immer wieder habe, wo ich wirklich auch längere Verträge mit denen habe. Also meistens ist es ein Monatvertrag, aber in dem Monat habe ich dann halt 2, 3 Termine mit denen abgemacht. Lelün und Oceans Apart, beides wirklich Herzenskooperationen. Alle Kooperationen, die hier stehen, alle, die ich selber anfrage oder angefragt wurde, hinter allen stehe ich 100.000%. Der Senior sind diese tollen Poster, weil ich saß hier neulich im Büro und habe gedacht, man, hier fehlt noch was. Yamo ist eine neue Kooperation mit Babybrei-Nahrung. Da freue ich mich auch riesig drauf, erzähle ich euch dann auch mehr. Anna Luisa ist Schmuck. Colvin ist dieser tolle Blumenstraußhandel. Zeige ich euch mal kurz. Ich zeige euch das kurz, weil ich gerade auch überlege, wen ich in dieser Zeit überraschen möchte mit Blumen. Jetzt, wenn man so auf Abstand ist und ja, viele nicht so oft sieht, finde ich das eine ganz tolle Geschichte, hier einfach mal Blumen zu verschicken. Die haben so wunderschöne Sträuße, und als ich den ersten Strauß bekommen habe, war ich einfach so geflasht von der Qualität, wie der Strauß ankam, wie der verpackt war, wie der aussieht. Und auch der Preis, schaut euch diesen wunderschönen Strauß an, für 34 Euro. Und dann kommt er halt so professionell verpackt. Schaut mal, wie wunderschön. Und er sieht eben genau so aus, wie auf diesem Bild. Und dann kann man noch die Größe, also ne, so eine normale Größe, das ist jetzt die normale Größe. Dann gibt es den aber auch in Deluxe, dann ist der noch größer. Oder in Supreme, dann ist der so ganz groß. Und der Supreme-Strauß kostet auch nur 47 Euro. Das ist ein Riesenstrauß. Also ja, da gibt es auch einen Rabattcode, der immer gilt. Setze ich euch mal in die Infobox, weil ihr auf YouTube mit Werbung natürlich viel kürzer kommt wie jetzt auf Instagram. Da zeige ich das viel öfters. Aber ich liebe diese Kooperation. Das muss ich gleich noch auf Instagram machen, weil der Rabattcode gilt und ich vergiss das dann aber immer auch, euch da wieder dran zu erinnern. Also ja, das sind meine ganzen Kooperationen, und dann habe ich einen Planer, wo ich dann einfach gucke, wie passt's. Lelün und Oceans Apart zum Beispiel und auch Desenio, die sagen dir feste Termine, die du einhalten musst. Und dann gibt es aber viele, wie zum Beispiel
Oliveda oder Gimondo, wo einfach ein langer Zeitraum läuft, wie jetzt zum Beispiel 3 Wochen, 4 Wochen. Und da muss ich selber immer dran denken, euch daran zu erinnern, der Rabattcode ist noch gültig, weil jeder Rabattcode, der eingelöst wird, ist für mich dann ein Verdienst. Und das ist natürlich super, dass ich damit Geld verdienen kann. Auch wenn es bis jetzt erstmal kleinere Beträge sind, das kann sich ja alles noch ändern. Deswegen werde ich jetzt hier mal einen Monat planen mit Kooperationen und meinen Videoideen und meinen Themen. Weil neben der Werbung zeige ich euch ja auch ganz viel Privates, meinen Alltag, Rezepte, Erziehungstipps und so, was meine Leidenschaft ist und wo ich nichts dafür bekomme. Und das will ich auch gar nicht. Aber dass ich das halt so intensiv machen kann, muss ich halt immer zwischendurch Werbung schieben. Und da ich ja vom Teleshopping komme, ich habe 1,5 Jahre beim Teleshopping gearbeitet, ist das für mich auch nicht so, dass ich irgendwie denke, ich muss das jetzt machen, sondern ich liebe das. Ich mache das voll gerne. Weil wenn ich Produkte habe, die ich selber nutze, die ich selber toll finde, wo ich mich selber drüber freue, dann ist das doch eine wahnsinnig tolle Sache, dass ich die empfehlen kann. Aber da denkt jeder anders drüber und das ist auch okay, das darf jeder. So ihr Lieben, der Januar ist jetzt mal geplant. Hier sieht es ein bisschen viel aus, aber das sind auch viele Erinnerungen. Einfach nur viele Firmen sagen, an einem Tag machst du Werbung und dann nach 24 Stunden nochmal erinnern, dass der Code noch gültig ist. Also es sind eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Kooperationen, kann man sagen. Und dann habe ich noch Termine drinstehen, wie zum Beispiel hier hat Ben eine U-Untersuchung. Hier wird er 1 Jahr alt. Ah, verrückt. Und im Februar habe ich jetzt einen Augenarzttermin von André drin. Also ja, so ein bisschen vorgeplant. So, meine Lieben, wir haben gerade Pizza bestellt. Einfach weil wir... Und ich habe einen Schatz gefunden. Weil wir Lust drauf hatten. Ich hatte so Lust auf Flammkuchen. Ich habe jetzt Flammkuchen bestellt. Ich kann euch sagen, ich habe einen Schatz gefunden. Und jetzt kriegt ihre Namen. Pizza bestellt und jetzt werden wir Mariah und Jack, also dieser Weihnachtsfilm, Weihnachten ist vorbei, aber ist egal. All I Want for Christmas is You heißt er ja eigentlich, aber wir sagen immer Mariah und Jack, weil da das kleine Mädchen Mariah und der Hund Jack dabei ist. Deswegen machen wir es uns jetzt gemütlich auf der Couch. Benji ist gerade aufgewacht. Liana hat den ganzen Tag so schön gespielt. André war mit Mia laufen und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Fernsehabend. Das Essen ist noch nicht da. Ich kann nicht warten. Oh oh. Was machen wir dann? Was Kleines voressen? Okay. Pizza ist da. Wir haben ewig drauf gewartet. Wir haben heute bei einem anderen bestellt, weil ich unbedingt Flammenkuchen wollte. Aber ja, unser Stammdöner ist besser und schneller. Aber das macht der Sache keinen Abbruch. Wir haben Hunger. So, meine Lieben, die Pizza war echt grauenvoll. Und das alles nur, weil ich den Flammkuchen wollte. Also ja, ich nehme es auf meine Kappe. Das nächste Mal wieder beim anderen Döner. Jetzt sind die Kinder in der Badewanne. Die werden jetzt gebadet und ins Bett gebracht. Deswegen verabschiede ich mich schon mal und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.